Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch, denn dieses Video ist das erste Video, was ich hier in meinem neuen Studio drehe. Es ist noch nicht ganz perfekt. Ich brauche im Hintergrund noch eine Lampe, dass der Schatten hinter mir weg ist. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind vom Ich filme mit meinem Handy zu. Wir haben ein eigenes Studio und dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Ich möchte das Ganze auch gleich starten mit dem neuen Essenssortiment. Und zwar habe ich die Produkte von Cosmetic for Less zur Verfügung gestellt bekommen. Ich verlinke euch alle Produkte einmal unten in der Infobox. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Und es sind ziemlich spannende Produkte. Das ist nicht das komplette Sortiment. Wenn ihr wollt, frage ich mal nach, ob ich noch mal ein kleines Sortiments-Update wirklich kriege. Aber ich glaube, das ist der erste Eindruck, der ziemlich, ziemlich gut ist. Ich habe einige Produkte hier, die ich heute mit euch testen möchte. Und das machen wir heute. Freunde, ich bin ganz, ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, wie der Ton ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie dies und jenes ist. Es hält noch ein bisschen, glaube ich. Aber wir kriegen das hin. Bleibt bei mir. Vertraut mir, alles wird gut. Ja, Freunde, ich weiß ehrlich gesagt nicht, womit ich anfangen soll. Ich zeige euch mal so ein paar Produkte, die ich hier bekommen habe. Ich habe unter anderem einmal aus der Nagellackreihe bzw. der Coconut-Reihe eine Nagel- und Nagelhautcreme bekommen. Das ist diese hier. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Wir können es ja einmal tun. Du First Impression. Riecht sehr, sehr gut und ja, ich glaube, dass es einfach fliegt. Essence ist ja dafür bekannt, dass sie auch sehr, sehr viele Sachen zusätzlich zu Make-up mit haben. Ich habe eine Nagelfeile gesehen. Ich habe hier noch ein Kokosnuss-Lippenpeeling. Also es ist wirklich einiges dabei. Ich möchte aber mit einem Produkt anfangen, was aus einer neuen Reihe ist, die es bei Essence gibt. Und das ist die My Skin Perfector Reihe. Die haben verschiedene Produkte. Ich habe jetzt hier zwei Stück schon vorab bekommen. Und ich habe hier einmal den Tinted Primer. Der hat einen Instant Blur Effekt mit einem natürlichen matten Finish. Das ist eine Mousse. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video gesehen habt neulich. Nee, Freunde. Ich glaube, ihr könnt es hier erkennen. Das ist so eine klassische Mousse. Ich gebe mir hier nur mal so ein bisschen was drauf. Ach so, okay, aber es geht. Ich dachte, das ist so wie von Catrice, diese Mousse Foundation. Ich gebe mich hier nur so ein bisschen auf meine T-Zone. Es fühlt sich sehr, 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 sehr weich an. Also nicht so dieses typische Blurring, sondern eher so ein bisschen öliger tatsächlich. Ich bin gespannt, wie das Ganze mit Foundation aussieht. Ich kann jetzt auch noch keinen richtigen Blurring-Effekt sehen, aber es fühlt sich zumindest nicht trocken an. Ganz oft ist es ja so, dass diese Blurring Primer so ein bisschen trocken sind. Das habe ich jetzt hier nicht, also dieses Gefühl habe ich jetzt nicht. Es ist sogar ein kleines bisschen sticky geworden, finde ich. Ansonsten habe ich keine Base-Produkte, außer ein ganz spannendes Produkt. Das werden wir gleich probieren. Das verstehe ich nämlich nicht so ganz. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir einmal ganz kurz die Foundation. Ich benutze im Moment sehr, sehr gern von Benefit die Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Und dafür nehme ich einfach meinen Beauty-Schwamm und tragen wir so ein bisschen die Foundation auf. Ich bin gespannt, wie sich die Foundation über diesen Primer verhält, denn das ist ja immer so ein bisschen spannend. Essence bringt bestimmt auch wieder eine neue Foundation raus. Ich werde mal, sobald es die Produkte in der Drogerie gibt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe diesmal von Essence ehrlich gesagt nicht ganz so viel mitbekommen. Ich habe keine PR-E-Mail bekommen oder so. Es war auf einmal, hat mich Cosmetic for Less gefragt, ob ich die Produkte haben möchte, denn die haben so ein paar Blogger-Pakete bekommen und die sind da ja immer wirklich gut mit am Start. Deswegen auch hier kurz Werbung in fremder Sache für Cosmetic for Less tatsächlich. Wenn es Limited Editions in der Drogerie gab und ihr findet sie nicht mehr, Essence gibt auch Cosmetic for Less Limited Editions. Das heißt also, ihr könnt nachträglich Limited Editions kaufen. Ich habe jetzt einmal hier die halbe Seite aufgetragen und ich schaue mir das Ganze mal von Namen an. Es sieht überraschend gut aus. Wow. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass sich das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenkrümelt oder so, weil meistens diese musigen Texturen eher ein bisschen trocken sind. Aber so wie ich es ja schon gesagt habe, es war ja nicht so trocken. Also es sah sehr, sehr ebenmäßig und sehr, sehr weich aus. Gefällt mir jetzt hier First Impression mäßig sehr, sehr gut. Ich würde einmal meine Base kurz fertig machen und dann machen wir weiter mit den anderen Produkten. So,
So, Freunde, ich habe meine Base einmal halbwegs fertig gemacht. Was fehlt, ist Blush und Bronzer. Und das ist jetzt eine ganz, ganz spannende Sache, denn es gibt hier den My Skin Perfector Loose Fixing Powder. Ich habe es jetzt hier in der Farbe 020. Tendiere dazu, dass das hier ein Bronzer ist. Ich hole die mal kurz raus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber das ist die 020. Und gehe jetzt mal mit dem Bronzerpinsel hier rein und trage mir das so ein bisschen auf, okay. Steht denn hier hinten eigentlich drauf? Das wäre vielleicht mal entspannt. Dieses vegane, ultrafeine und seidig weiche Lose-Puder fixiert das Make-up und sorgt für ein langanhaltendes, perfektes Finish. Es hilft dabei, Hautunregelmäßigkeiten zu kaschieren und hinterlässt der Haut ebenmäßig und mattiert. Der Haut. Die Haut. Es ist noch sehr früh, Freunde. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Okay, ich gebe mir das jetzt mal hier so ein bisschen hin. Also ein Bronzer ist das nicht. Es fühlt sich sehr weich an. Wow. Okay. Ich gebe mir das jetzt einfach überall rüber mal, oder? Krass. Okay, also die Farbe sah sehr, sehr dunkel aus. Auf meinem Gesicht sieht man davon aber nichts mehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Bronzer ist. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin gespannt, wie das Ganze mit Concealer funktioniert. Ich kann mir das ehrlich gesagt jetzt gerade so nicht vorstellen. Es hat aber auf jeden Fall ein bisschen Farbe mit drin. Also ihr könnt sehen, mein Gesicht ist so ein bisschen aufgewärmt. Jetzt nicht so richtig krass gebronzt, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was im Gesicht. Finde ich nicht schlecht. Es fühlt sich sehr, sehr weich an und überraschenderweise nicht trocken. Normalerweise ist es ja so, dass Puder immer sich sehr, 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 sehr trocken anfühlen. Habe ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl. Also vom ersten Eindruck her gut. Mal schauen, wie lange das irgendwie matt hält oder so. Und in wie viel Farben das noch gibt. Wenn es das in heller geben würde, gibt es bestimmt, wenn es die 20 gibt, dann gibt es meistens auch die 10. Dann könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen als fixierendes Puder. Das passt jetzt für mich, aber für meine Hautfarbe überraschenderweise sehr, sehr gut. Als Blush nehme ich einen meiner Lieblingsblushes. Den gibt es auch bei Cosmetic for Less und ich glaube auch nur da. Das ist von Mesauda Milano, der Diamond Blush in der Farbe Beyoncé. Einfach einen Pinsel hier, der ist glaube ich sogar von Leni Brushes. Ja, der ist von Leni Brushes, auch von Cosmetic for Less. Und da gebe ich mir so ein bisschen hier auf meine Bäckchen. Ihr wisst es, ich übertreibe es sehr, sehr gerne mit Blush. Sieht frisch aus. Meine Base gefällt mir richtig, richtig gut. Der Concealer, den ich heute verwendet habe, nicht ganz so. Aber die Base, mega. Das lässt sich alles sehr, 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 sehr ebenmäßig und weich auftragen. Dann habe ich tatsächlich zwei Lidschattenpaletten bekommen. Einmal hier diese The Nude Edition. Die gibt es, glaube ich, gerade in einer Limited Edition. Ich weiß nicht, ob die ein Standardsortiment einzieht. Und von Essence die Witch Side Palette. Die ist sehr, sehr groß. Sieht einmal so aus. Und wenn ihr die so bewegt, dann öffnen sich die Augen. Und als ich die gesehen habe, dachte ich, die kann auch nur mit einem Auge, oder? Krass. Okay, ich liebe diese Spielereien auf Verpackungen. Ich könnte den ganzen Tag sitzen und die Augen mit der süßen Maus hier zusammen öffnen. Gefällt mir vom Packaging sehr gut, fühlt sich sehr, sehr schwer an. Ich weiß nicht, was sie kostet. Ich schreibe euch das alles aber unten rein. Und von innen sieht die Palette einmal so aus. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matte Shades. 1, 2, 3, 4 Shimmer Shades. Und dann nochmal 4 von diesen Ultra Glitzer Shades. Die gab es auch schon mal bei Catrice. Das sind so sehr, sehr schimmrige Farben, die dann aber noch so einen anderen Schimmer mit drin haben. Und wenn man da mit dem Finger reingeht oder mit dem Pinsel, dann vermischen sich die beiden ganz gut. Ich vermute, dass ich diese Palette hier benutzen möchte. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, in welche Richtung. Wir haben hier einmal eher so ein bisschen was Dunkleres und Düsteres und hier dann so ein bisschen alltagstauglicher. Erinnert mich recht stark hier so in dem Bereich an die Farben von Catrice. Finde ich aber nicht schlimm. Sie gehören auch irgendwie zusammen. Deswegen hole ich euch ein Stückchen näher ran. Ich mache meine Augenbrauen rauf und dann schminken wir mal was. Denn da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich kann fast erahnen, dass das ein Online-Exclusive-Produkt ist. So, ihr seid einmal schön nah dran, Freunde. Und jetzt schminken wir einen Look mit der Palette. Ich glaube, wir probieren mal hier so ein bisschen eher die dunkleren Farben. Die sehen recht spannend aus. Ich nehme dafür einmal so einen Pencil Brush und gehe als erstes in die Farbe Potion rein. Das ist so ein dunkles Rot. Ich klopfe mal ab und platziere mir das hier hin an meinen äußeren Augenwinkel. Also auf dem Auge wirkt sie etwas brauner als im Fändchen.
Da hat sie nicht so einen roten Unterton. Nicht schlecht für. Also, das klingt so gemein, wenn ich das sage, ne? Irgendwie, Essence hat richtig, richtig gut angezogen in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, ich sage das zu jedem Sortiments-Update, weil es wird halt auch von jedem Update immer, immer besser. Das ist halt nicht mehr diese Kinderschminke. Tatsächlich. Das klingt total gemein, aber Essence war für mich immer sehr, sehr, sehr jung, sehr nah an einer Jugendzielgruppe und dem kann ich nicht mehr zustimmen. Also, das ist qualitativ so anders geworden. Ich meine, ihr könnt sehen, das ist halt nicht mehr leichte Deckkraft, sondern das hat echt schon Bums. Und die Farbe verblende ich gleich so ein bisschen hier nach außen. Und selbst das geht richtig, richtig gut. Sehr soft, sehr deckend. An manchen Stellen muss man noch so ein bisschen Deckkraft aufbauen, aber das war auch die erste Farbe. Ich gehe ja meistens von dunkel nach hell und das hat hier schon sehr, 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 sehr gut funktioniert. Ich mache das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Ich habe meine Base ja jetzt auch gesettet gehabt. Das heißt also, es ist alles sehr, sehr trocken auf meinem Lid. Und trocken auf trocken ist immer so ein bisschen dafür bekannt, dass das Ganze ja nicht ganz so super haftet. Aber in dem Fall hier echt gar nicht. Deswegen First Impression von der Lidschattenpalette cool. Der Spiegel ist riesig, riesig groß. Die Palette ist groß. Die Fännchen sind auch recht groß. Wir haben insgesamt 19,5 Gramm Lidschatten drin. Das ist eine Menge für eine verhältnismäßig günstige Palette. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Essence, Hut ab. So generell, Cosnova ist halt echt mein Favorite geworden mittlerweile. Auch Catrice und Love. Und weil das ist mega. Das ist wirklich, wirklich mega. Wow. Ich nehme jetzt die Farbe Magic. Das ist einmal hier unten dieses etwas rötlichere Bauen und blende das hier so mit rein und blende das dann auch aus. Das ist der perfekte Transition Shade. Schaut mal, wie viel Deckkraft die hat. Ihr seht jetzt nicht ganz so viel, weil ich glaube, dass das Rot sich so ein bisschen mit reinmischt, aber das ist ja auch mein Ziel. Aber wie schön lassen sich die Lidschatten miteinander verblenden. Wow. Ich mache den Pinsel zwischendurch immer ein bisschen an meiner Jogginghose sauber. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wer von euch macht seine Pinsel auch an der Jogginghose sauber? Ich meine, das machen wir doch alle, oder? Weil dadurch kann ich so ein bisschen Pigment, was ich zu viel am Pinsel habe, von dem Rohrot, weil ich es ja miteinander verblende, wieder mit raus juckeln, so raus sauber machen. So sieht das Ganze richtig, richtig schön aus. Ich mache den Pinsel jetzt nochmal sauber und gehe jetzt wirklich nur noch hier oben lang, dass es hier so ein bisschen Farbe noch mit abbekommt unter meiner Augenbraue. Aber richtig, also ihr merkt es, fassungslos, wie einfach das jetzt hier aufzutragen war. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe jetzt in die Farbe Power. Das ist hier oben dieses Bunte und auf, okay. Okay, es passt gar nicht, aber das ist wie so ein Topper-Shade. Okay, das passt nicht. Ich gehe jetzt in die Farbe Shadowy. Das ist hier unten die Farbe. Und gebe das mir so ein bisschen rüber. Die sehen alle recht hell aus, natürlich. Durch diesen hellen Reflex sind die auch logischerweise recht hell. Blend hier außen nochmal so ein bisschen rot rein, dass der Übergang schön wird. Und verdunkel das Ganze mit der Farbe Spell. Das ist fast ein Schwarz, oder? Ich weiß es nicht so genau. Ist auf jeden Fall recht dunkel und perfekt zum Abdunkeln hier von dem rötlichen Ton. Gibt dem Ganzen auch noch mal so ein bisschen Tiefe. Ich mache den Pinsel sauber und gehe jetzt in die Farbe Gloomy rein. Das ist hier so ein Blau. Und das will ich mir hier unten so ein bisschen mit reinblenden, dass es so ein bisschen kühler hier unten ist an meiner Lashline. Ist mit einem Pinsel natürlich ein bisschen schwierig bei so Shimmer-Shades, aber es geht ja auch wirklich nur um diesen leichten Hauch von Blau. Okay, Freunde, ich habe das Ganze einmal fertig gemacht. Ich muss sagen, ich liebe diese Lidschattenpalette. Ich bin jetzt hier mit dem Blau nochmal runtergegangen und das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz, ganz anderen Effekt. Also tatsächlich ist das, glaube ich, einer der besten Lidschatten von Essence, die es gab, von der Farbzusammenstellung und von dem, was auf dem Auge dann auch passiert. Also ihr habt ja gesehen, wie einfach das ging, die Farben zu verblenden, die Farben aufzutragen und man kriegt einen sehr, sehr schönen mystischen Look hin. Ich habe hier noch einen Eyeliner, der ist aus der 24 Ever Inkliner Intense Black. Das ist eine Filzspitze, recht spitz und recht klein tatsächlich. Damit würde ich mir mal einen Eyeliner ziehen. Bin ja jetzt mittlerweile hier Profi, ne, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Okay, dieses ultra präzise, diese Spitze.
Okay, das ging richtig, richtig gut. Ich bin hier vorne in meiner Inner Corner gleich noch ein bisschen reingegangen. Und das Ganze ist so ein bisschen. Es erinnert mich so ein bisschen an meinen Hatice Schmidt X-Love Look. Tatsächlich. So dieses wingy, blau, warmtone, gold, mystisch, living. Okay, mega. Ich bin verliebt in den Eyeliner, in die Palette. Bombe. Essence is killing it. Ich habe auch noch eine Mascara. Das ist die Bye Bye Panda Eyes Mascara, Long Lasting und Smudge Proof Formula, Volumizing und Defining. Die ist nicht wasserfest, soll aber helfen, dass es nicht verrutscht. Und das Bürstchen sieht auch ganz spannend aus. Das ist immer so ein recht dickes Bürstchen. Ich gehe einfach mal durch. Ich habe von einer Zuschauerin eine Nachricht bekommen, dass das ihre absolute Favorite Mascara ist, weil sie halt wirklich nicht verschmiert. Ich kann das nicht so beurteilen. Ich benutze meistens nur wasserfeste Mascara. Aber wenn ich keine wasserfeste Mascara mehr benutzen müsste und sie hält, mega. Ihr seht jetzt natürlich nicht ganz so viel von der Mascara, aber sie sieht sehr schön aus. Also die Wimpern sind tief schwarz. Das, was ich erkennen kann, ist zumindest tief schwarz, weil der Eyeliner ja auch sehr schwarz ist. Aber cool. Okay, Freunde. Ein letztes Produkt habe ich hier auch noch und das ist der Stay 8 Hours Matte Liquid Lipstick. In der Farbe Dateproof. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier zu dem Look passt. Ich nehme an, nein. Aber der riecht wie die von Kylie. Okay, er passt definitiv nicht. Okay, er ist sehr pink. Eine sehr schöne Farbe. Jetzt vielleicht nicht zu diesem Look. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit den neuen Produkten von Essence. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte. Das war kein Produkt von den Produkten, die ich jetzt hier hatte, dabei, wo ich gesagt habe, das ist furchtbar. Schaut euch bitte diese Lidschatten an, wie wunderbar sie sich verblenden lassen haben, wie einfach, wie wirklich, wirklich einfach sie sich auftragen lassen haben. Der Liner super präzise. Beim Lippenstift, er ist matt. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so ein matter Freund, aber er hält. Er hält. Ich bin gespannt, wie sehr er sich über den Tag verhält. Das kann ich immer persönlich schlecht sagen, weil ich die Looks ja meistens nicht den ganzen Tag trage. Aber das ist auf jeden Fall top. Palette ist, glaube ich, mein absoluter Favorit. Selbst dieses lose Puder ist richtig, richtig schön. Es sieht total gesund auf meiner Haut aus. Auch mit dem Primer, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin gespannt, wann die Produkte in den Laden kommen. Falls ich Informationen dazu finde, setze ich euch alles unten in die Kommentare bzw. in die Infobox. Genauso wie ich euch die Produkte einmal unten verlinke. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen, Freunde. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.